Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Race Room Racing Experience. Ein neues Update ist draußen und mit diesem Update eine neue Strecke und zwar Imola in Italien. Und die werden wir uns heute mal anschauen und zwar mit der Formula X, die ihr gerade schon, mit der Formula X17, die ihr gerade schon vorbei habt fahren sehen. Wunderbar. Direkt schon mal ein schönes Detail hier auf der Strecke. Zack, in dieser Kurve hat, ich glaube 1994 war es, Senna sein Leben verloren, indem er da verunglückt ist und Sector 3, die Entwickler hinter dieser Strecke, haben sich gedacht, hier so ein schönes Tribute, so eine schöne Widmung aufzubauen und diese Kurve mit vielen Details zu versehen. Und das ist wirklich sehr, sehr schön anzugucken. Könnt ihr euch ja mal hier im Detail anschauen. Ich weiß nicht, sieht man das so oder müsste ich da näher dran? Naja, ist auf jeden Fall schön gemacht, eine schöne Widmung und das ist eigentlich auch repräsentativ für die ganze restliche Strecke, denn meine Fresse, sieht die gut aus, kann ich euch sagen. Guckt euch alleine mal die Umgebung an, die ganzen Berge, die ganzen Wälder. Und die ganzen Häuser und Streckenrandobjekte, hier, da auch, das ganze Dorf ist modelliert quasi und man kann da wirklich sehr, sehr weit blicken. Es sieht natürlich hier und da nicht ganz so schön aus, wenn man so aus dieser Helikopterperspektive guckt, aber das danach zu bewerten, wäre natürlich unfair. Es geht natürlich darum, wie sieht es auf der Strecke aus, wenn du im Fahrzeug sitzt und das ist wirklich fantastisch. Und ich würde sagen, das machen wir direkt mal. Und wir gehen hier aus der Wiederholung raus. So, und gehen mal kurz in die Box. Denn da gibt es auch noch was zu zeigen. Also, es gibt jetzt seit diesem Update das erste Mal die Möglichkeit, eine Reifenmischung auszuwählen. Das geht jetzt, glaube ich, nur bei der Formula X17 und bei der Formula US, also diesem IndyCar Remake, sag ich mal, dass man aus drei verschiedenen Reifenmischungen auswählen kann. Sind drei, genau. Hard, Medium und Soft. Und es soll halt über kurz oder lang oder längerfristig gesehen diese Möglichkeit auch bei allen anderen Fahrzeugen geben. Das hat ja Race Room immer so ein bisschen, also es hat es halt nicht gehabt. Du hast immer nur einen Tire Compound gehabt, eine Reifenmischung und damit bist du dann gefahren. Jetzt kommt hier auch mal so ein bisschen Taktik mit rein, was die Reifen angeht, dass du nochmal gucken musst, was fahre ich im Rennen, Softs halten die überhaupt oder halten die Mediums oder muss ich doch auf Harte gehen oder. Und das werden wir uns heute auch mal so ein bisschen angucken. Wir starten mit den harten, fahren damit 10 Minuten und dann wechseln wir auf die Soften, würde ich sagen. Und gucken einfach mal, wie der Unterschied so ist. Aber erstmal ab auf die Strecke, Wheelcam an, Tachchen und dann geht's hier ab. Im wunderschönen Formula X 2017 oder X17. Aber wir sind ein bisschen schnell direkt. Es ist ja ein Fahrzeug optisch angelehnt an die aktuelle Formel 1 Generation, allerdings mit einem V10-Motor drin, der so wunderschön schreit, wie ihr das gerade hier schon hört. Ich werde mal ein bisschen Piano machen in den ersten Kurven und auf den ersten Metern, damit ihr euch die Strecke schön im Detail angucken könnt. Wir sind hier im Nachmittagsmodus und es sieht sehr bewölkt aus. Aber die Wolken zum Beispiel sehen auch großartig aus. Ja, aber ihr könnt rechts und links am Streckenrand so viele Details entdecken. Das ist wirklich unfassbar geil. Und da sticht auch Race Room meiner Meinung nach echt raus, weil die wirklich phänomenale Strecken schaffen und da einfach so viel Leben drin steckt. Allein durch die Texturarbeiten, durch die ganzen Objekte am Streckenrand ist das wirklich eine sehr lebhafte Strecke. Und das ist eigentlich auch bei jeder Strecke so. Also egal, welche Strecke du da auswählst, vielleicht bei den alten könnte hier und da ein bisschen weniger Detailgrad vorhanden sein, aber das weiß ich jetzt so nicht. Alle Strecken, die ich bisher gefahren bin, sei es die Nordschleife, sei es die neuen schwedischen Strecken oder eben halt hier auch Imola oder was wir sonst in so Community-Rennen mal gesehen haben, sieht alles immer wunderbar geil aus. Und mit diesen Worten gasen wir mal so ein bisschen an. Nicht, dass die Reifen noch kalt werden. Ich habe schon gemerkt in den Proberunden, ich bin nicht der Schnellste in diesem Auto und auf dieser Strecke schon gar nicht, denn die hat doch schon einige sehr schwierige, zickige Kurven, die man wirklich gut treffen muss, um da gut durchzukommen und das ist mir noch nicht so gelungen. Ihr seht es oben links, 1:22.565 war meine bisherige beste Rundenzeit mit harten Reifen, mit soften Reifen, Entschuldigung, jetzt sind wir auf die harten Reifen gewechselt. Und ich muss direkt schon mal sagen, das Layout fühlt sich nicht großartig unterschiedlich an zur Assetto Corsa Version, die ja Laser gescannt ist. Und mit der habe ich halt am meisten Erfahrung, deswegen ist das meine Referenz. Und ich muss wirklich sagen, die Unterschiede sind sehr gering. In manchen Kurven oder in ein, zwei Kurven habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, hier und da gibt es einen Unterschied. Das ist zum Beispiel die Schikane und auch die
Was ist denn das? Diese dritte Kurve Links-Rechts-Kombination? Ich spreche sie gleich noch an, wenn wir da sind. Und beide Kurven wirken etwas harmloser. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme besser durch die Schikane durch und lasse da nicht so weit auslaufen wie in der Set-Corsa-Version. Bei der anderen Kurve ist es ähnlich. Aber das sind, wie gesagt, die einzigen Unterschiede, die ich so jetzt ohne direkten Vergleich zur Assetto Corsa-Version festgestellt habe oder vermute. Vielleicht liege ich auch vollkommen falsch. Der Fakt, dass ich da so zweifle, zeigt mir auf jeden Fall, dass die Strecke sehr, sehr nah am Original ist. Und das ist schon wirklich beeindruckend. So, diese nächste Kurve meine ich. Gerade der Rechtsteil. Da habe ich das Gefühl, ich komme da nicht so weit raus. Nicht so weit auf diesen AstroTurf, der da links an der Seite vom Kiesbett liegt. Fühlt sich ein bisschen anders an als die Assetto Corsa-Version. Aber wie gesagt, sehr, sehr minimal. Und vielleicht liegt das auch an mir. Also da müsste ich jetzt mal irgendwie ein direktes Vergleichsvideo sehen oder so, um da weiter drauf einzugehen. Es ist auf jeden Fall... Wenn ein Unterschied da ist, ist der sehr marginal. Ich kann jetzt nicht über die einzelnen Hubbels und Unebenheiten auf der Strecke urteilen. Denn das wäre jetzt... Ja, das habe ich natürlich auch nicht im Kopf. Sind die jetzt 10 cm weiter vorne in der Assetto Corsa oder hinten? Keine Ahnung. Es fühlt sich auf jeden Fall auch vom Flow her sehr natürlich an. Das ist ja immer schon ein gutes Zeichen dafür, dass wir hier eine genaue Repräsentation der Strecke haben. Und ja, ich bin ziemlich begeistert, was diese Strecke optisch auch hermacht. Und zusätzlich dazu ist es natürlich eine sehr willkommene Strecke für das Spiel. Eine sehr ikonische Strecke. Hier werden sehr viele Klassen draufgefahren. Zwar nicht mehr die Formel 1, ich will das gerade machen. Hupala! Aber diverse andere Fahrzeugklassen. Und ich sag mal, so ein BMW 235i fühlt sich hier pudelwohl. Die GT3-Klasse sowieso. Die WTCC wird hier auch ihren Spaß drauf haben. Was mir in der Assetto Corsa-Version noch nicht aufgefallen ist, beziehungsweise was da, glaube ich, gar nicht vorhanden ist, sind diese Pfeile auf dem AstroTurf. Ich demonstriere das mal eben, wenn wir hier drauf fahren. Zack, zack, zack. Dicke, pfeilförmige Würste, die da rumliegen. Und die verhindern sollen, dass man da zu sehr die Strecke erweitert beim Fahren. Und die einem halt zwingen, auf der Strecke zu bleiben. So, jetzt mal eine Runde Konzentration hier. Ja, schießen wir schon ein bisschen übers Ziel hinaus. Boah, hier den Eingang nicht richtig gekriegt. Da liegt auch ganz fies der Schatten gerade drauf. Traktionskontrolle ist an, wie ihr hören könnt. Absolute Hasskurve auf Imola, diese Schikane. Richtig eklig zu nehmen, finde ich. Und auch der langsamste Teil der Strecke. Zum Glück rundzeitig ungültig geworden, haben wir nochmal eine Sekunde rausgeholt auf unsere bisher schnellste. Das heißt, mit Softs geht da auf jeden Fall auch noch einiges. Und wir sind hier bei 1:21.425. Fahren nochmal eine, hängen nochmal eine dran. Thank you.
Gott. Okay, die wird schon wieder nix. Zeit rausgeholt mit dem Fehler. Ach Gott, in der zweiten Schikane sind wir hier trotzdem noch positiv im Delta. Jetzt haben wir hier wieder Zeit verloren. Ja, also Imola ist wirklich nicht meine Lieblingsstrecke, muss man ganz klar sagen. Ich fahre sie gerne eigentlich, aber wenn du halt Runde für Runde abspulst und irgendwie die Kurven nicht richtig kriegst, dann ist es auch immer nicht so zufriedenstellend. Und beispielsweise eine schöne, gepflegte, 100% saubere Runde auf der Nordschleife, die mir natürlich immer gelingt. 1,21, 1,15. Aber, ja, es ist eine geile Strecke. Da brauchen wir eigentlich gar nichts, gar keinen Hehl draus machen. Ist auch schön, um hier Rennen zu fahren. Ein paar Möglichkeiten zum Überholen gibt es da auch. Ich würde sagen, wir springen mal in die Box und holen uns direkt mal ein paar weichere Reifen. Zack. Und checken mal, was wir damit jetzt so erreichen können. Ich werde die Mediums jetzt nicht ausprobieren. Das ist ja auch eher interessant. Also natürlich ist es auch interessant, wie die Grip-Verhältnisse da sind, aber es geht ja auch größtenteils gerade im Rennbetrieb um den Verschleiß der Reifen. Und da ist es dann interessant zu sehen, wie lange halten so softe Reifen im Vergleich zu Mediums, im Vergleich zu harten. Und das mache ich jetzt hier nicht. Wir gucken uns erstmal nur an, wie unterschiedlich schnell sind denn diese beiden Reifenmischungen mit unserer, den taktischen Fahrweise hier. Wir sehen direkt, wir haben gelben Reifen, eine Reifenwand oder eine Reifenwandbeschriftung. Gerade bei den harten war sie noch orange. Voilà! Das Fahrwerk wird uns danken. Ich kann übrigens nur empfehlen, den YouTube-Kanal von Georg Ordner, aka Meko, aka, Gego? Ich glaube Gego, ne? 6E66O. Den Kanal kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Er ist nämlich ein Entwickler von Raceroom und der macht regelmäßig Preview-Livestreams und zeigt diverse Sachen, auf die man sich schon freuen kann. Und der hat unter anderem auch einen Livestream auf Imola gemacht und da auch ein Proberennen, glaube ich, gemacht. Und aber auch ein Rennen, ich glaube, das war auf Suzuka mit diesem Fahrzeug, wo er zusammen mit dem Beta-Tester von Raceroom die verschiedenen Reifenmischungen getestet hat. Und dort wird halt auch so ein bisschen auf den Verschleiß, auf die Langlebigkeit der Reifen eingegangen. Kann ich nur sehr empfehlen. So, wir merken direkt, trotz hier und da schlechte Linie in Kurven, haben wir da durchaus jetzt eine gleiche Rundenzeit, wo wir gerade eine gute Runde eigentlich getroffen haben mit den harten Reifen. Jetzt hier bei so einer schlechten Runde fahren wir fast schon ähnliche Rundenzeiten. Das heißt, wenn wir mit soften Reifen mal eine gute Runde treffen, ist hier auf jeden Fall einiges zu holen an Zeit. Oh Gott, ja okay, wenn man nicht stark genug bremst, dann kommt man hier natürlich raus. Ich habe eigentlich auch gerade den virtuellen Spiegel ausgemacht, dachte ich, wieso ist der denn an wieder? Entschuldige dafür. Gott, ey, ich sehe den Kurveneingang überhaupt nicht bei diesen Lichtverhältnissen.
da haben wir die ganz schöne Zeit verloren. Da war fast eine Sekunde drin und da wären wir bei 1,20er Zeit gewesen. Sind wir jetzt so auch noch. Aber da geht natürlich noch was. Können wir auch den ersten Sektor mal besser treffen. Ich habe ja immer so ein bisschen Probleme mit diesen High-Performance-Downforce-Cars. Oder so ein Formel-1-Auto, oder zumindest eine Interpretation eines Formel-1-Autos, die Spitze darstellt. Ne? Also, da musst du so präzise, konstant und feinfühlig auch gleichzeitig sein. Und das ist nichts für mich. So, da haben wir aber die 1,19er Zeit. Ja, und da geht noch viel mehr. Da sind garantiert noch 3-4 Sekunden drin, die ich mich einfach nicht traue, hier zu holen und wahrscheinlich auch nicht schaffe zu holen. Hier bin ich wahrscheinlich noch zu langsam und nutze den Downforce nicht effektiv genug und hau dann noch über die Curbs drüber. Also, es ist wirklich... Wenn ihr konstant sehen wollt, dann besser jetzt abschalten. Ich mache aber eh nur noch eine Runde und dann ist das hier auch schon wieder durch. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß auch, warum das nicht klappt. Ich habe meine Rennbrille gar nicht auf. Jetzt weiß ich, woran das liegt. Von wegen, er sieht die Scheitelpunkte nicht und die Einlenkpunkte. Der junge Mann hat sein Equipment nicht parat. Da liegt's. Nicht. So, jetzt noch mal eine schnelle Runde hier. 315, ganz nah an der Boxenmauer vorbei. Und jetzt direkt schon scheiße. Hat uns die Traktionskontrolle auf jeden Fall gerettet. Oh. Ja, das war leider nichts. Vielleicht ein bisschen schneller, wenn wir ins Ziel kommen. Als die bisher schnellste Runde sind wir da. 1,19,620. Ich sage danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Da gibt es wie immer noch mal ein bisschen was aus der Wiederholung. Und ja, genießt den Sound, genießt die Aussicht hier. Ich klinge mich aus. Wir gehen mal so, dass wir eine ganze Runde haben. Vielleicht mal so von da. Und dann mache ich meine Stimme aus. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Haut rein, macht's gut und so. Tschüssi.